Menschen. Ich will mal ausprobieren, wie es ist, ein Video zu sprechen, während ich Auto fahre. Genau, weil ich rede schon auch ziemlich gern so beim Autofahren, so ganz allgemein. Und was ich erzählen will, ist, was heute passiert ist, nachdem ich eine Sitzung mit Ingrid hatte, mit Ingrid Merck. Und ich will auch eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn du denkst, dass man über Sexualität nicht öffentlich sprechen sollte, dann schau dir das nicht an. Das ist nicht für dich. Genau, und Sexualität umfasst Sexualität als Erwachsene, aber auch sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Genau. Das so vorweg, wenn du denkst, das sollte man nicht besprechen, dann schau es dir nicht an. Ich habe das auch drüber geschrieben oder ich werde das drüber schreiben, wenn ich das poste. Ah, genau, wie hat es angefangen mit der Ingrid? Am letzten Donnerstag haben wir was von ihr besprochen und das ging schon so erstaunlich leicht mit der Ingrid. Das war super. Das war richtig gut. Ich konnte ja dabei zuschauen, wie sie sich verändert und wie sie Sachen auflöst. Das war geil. Ich war einfach nur dabei. Also ich habe sie ein bisschen geleitet und irgendwie so den Raum gehalten. Naja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass dann in den letzten Minuten von unserem Call habe ich so ein bisschen erzählt, irgendwas von mir. Und dann hat sie so Worte rausgehört, die ich nicht gesagt habe. Und hat irgendwie die beiden auf den Zettel geschrieben. Und dann habe ich einen von denen gewählt. Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall, was ich gewählt habe, war fremde Verantwortung. Und das Erste, was mir dazu einfällt, zu fremde Verantwortung, ist die Auseinandersetzung mit meinem Papa darüber, der mich als Kleinkind, als Säugling sexuell missbraucht hat, der im Gespräch darüber sagt, dass wir uns im Jenseits dazu verabredet haben, dass wir uns dazu verabredet haben, zusammen diese Erfahrung zu machen. Und dass wir in dem Sinne diese Situation gleichberechtigt co-kreiert haben. Also das sind jetzt meine Worte. Ich weiß nicht, wie sein Wortlaut ist, aber ungefähr so. Also dass wir gleichberechtigt dafür verantwortlich sind für diese Situation. Er als Erwachsene und ich als Kind. Genau. Oh, da wird mein Hals ganz eng. Ja. Und genau, also auf einer Ebene, ja. Auf jeden Fall, auf einer Ebene stimmt es und auf der anderen Ebene auch einfach nicht. So, der Erwachsene ist verantwortlich für die Situation und das Kind einfach nicht. Ich trinke eben einen Schluck. Genau. Und dann haben Ingrid und ich heute weitergemacht und ich fand es abgefahren. Also ich bin abgefahren, was passiert ist. So, sie hat gesagt, ihr soll 4 Zettel nehmen. Auf einen Zettel habe ich meinen Namen geschrieben und den platziert. Und auf einen anderen Zettel hat sie was geschrieben und den platziert. Und ich habe quasi einfach den leeren Zettel platziert. Und bei dem ersten mit meinem Namen habe ich so reingespürt, wo der ist. Der war so irgendwie rechts. Und dann nehme ich diesen zweiten Zettel, wo ich nicht weiß, was draufsteht, und platziere den und merke so, wie ich mich so... so zurückziehen will und es war krass und auch irgendwie unschön, krass und unschön, und ich habe so fast so Angst gekriegt, war so ganz zitterig, so ganz ja, so ungefähr, auch den Tränen nahe, so wirklich auch den Tränen nahe fast. Und dann sind wir dabei einfach geblieben, bei diesem Zettel. Dann habe ich einfach quasi so weitergespürt, wie sich der anfühlt. Und Ingrid hat mich dabei unterstützt. Und ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber ich habe gemerkt, so genau, wie auf jeden Fall anfängt, sich so luftfrei zu werden und wie ich anfange aufzustoßen. Das werde ich als gutes Zeichen, so dass sich Energie löst, die irgendwie gespeichert noch ist. Und ich finde es so spannend, weil so von außen betrachtet, was ist passiert?
Ich habe auf einen Zettel was draufgeschrieben, den wohin gelegt. Auf den anderen Zettel habe ich nichts geschrieben und den wohin gelegt. Dann fand ich es krass, habe angefangen so zu zittern und so fast zu weinen und wollte mich so klein machen und zusammenziehen. Dann habe ich das weiter gespürt. Ingrid war einfach da, mit was sie gemacht hat. Und dann ist es weniger geworden. Und dann habe ich den Zettel neu platziert. Und dann war er quasi nicht mehr, also auch so wie mein Schreibtisch dann war, war er einfach quasi nicht mehr in meinem Feld so. Und dann war die Frage, ob wir noch weitermachen. Und irgendwie war ich so ehrgeizig, weiterzumachen, weil was haben wir dann schon gemacht, so augenscheinlich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne zuerst eine Pause machen, 5 Minuten. Und dann ist währenddessen ist mein Internet abgekackt, was total stabil ist, was einfach nicht, also ist einfach in einer normalen Wohnung, normales Internet, gibt es eigentlich gar nichts, warum das abschmieren sollte. Ich bin aus Zoom rausgeflogen. Und dann haben wir es gerade noch geschafft, uns nochmal zusammenzufinden, um zu sagen so, okay, es reicht heute. Es reicht einfach für heute. Oh. Und dann habe ich mich rausgesetzt in die Sonne und einfach aufs Gras gelegt und so das Gras gespürt, wie pieksig das war und den Wind und so reingerochen. Ich lag so auf dem Bauch und habe so reingerochen, wie es da riecht und habe Gundermann gegessen. Genau, habe gesehen, dass da ganz viel Gundermann oder Gundelriebe wächst. Und es ist super würzig, das ist richtig krass. Davon habe ich eine Menge gegessen. Naja, mit einer Menge meine ich so 3 oder 4 Blättchen. Aber das ist wirklich auch so intensiv wie Salbei ungefähr. Ich finde, das schmeckt Salbei ähnlich. Ah, genau, das fand ich, also das mochte ich total so als Integrationsphase. So Gras spüren und Sonne und einfach meinen Körper. Und fand es auch super, ich fand mich total inspirierend. Glücklicherweise hatte ich ein Handy dabei und habe einfach eine Nachricht aufgenommen mit der Diktiergerätfunktion. Für den Fluss an Ideen und Inspiration, die kamen, während ich da im Gras lag. Ja, das will ich mir auch noch mehr merken, dass ich einfach so bei im Gras liegen, habe ich einfach grandiose Ideen. Ja, genau. Genau, und was dann später passiert ist, bin ich mit meinem Freund auf ein Thema gekommen. Wie frame ich das am besten? Also es geht um Sex, es geht um... Worum geht es denn eigentlich? Also die Quintessenz auf jeden Fall ist, früher mit meinem Ex-Freund, ich wollte oft gerne Sex mit ihm und hab's aber irgendwie nicht... Hab's nicht so direkt ausgedrückt, sondern habe irgendwie versucht, dahin zu kommen durch sowas wie, wir schauen gemeinsam eine Serie an und liegen irgendwie nebeneinander im Bett oder so. Und das war so eine Situation, wo ich gehofft habe, dass irgendwie was passiert. Oder ich kaufe mir neue Unterwäsche und führe sie ihm vor und hatte irgendwie auch gehofft, dass da was passiert. Genau. Und wenn er darauf nicht reagiert hat, was oft passiert ist, habe ich mich so krass abgelehnt gefühlt. Also so krass, ich fand es so unerträglich schmerzhaft, als ich gesagt habe, boah, das war so schlimm, das will ich nie wieder erleben. Ich frage ihn nie wieder, dann passt es wohl einfach mit uns nicht, dann können wir einfach keinen Sex haben, es geht einfach nicht, wenn er mich so ablehnt. Und also wie gesagt, abgelehnt im Sinne von, er ist auf eine sehr, also schon eine eher indirekte, ich nenne es mal Anmache, nicht eingegangen. Und dann, genau, auf das Thema kam mir wieder so auf, ich möchte gerne Sex haben und mein Partner nicht. Und ich hatte richtig Lust drauf, so einfach das mal durchzuspüren und einfach auch so die Ablehnung zu spüren. Und dabei habe ich gemerkt, dass wenn ich direkt sage, was ich möchte, also so ganz direkt sage, was ich möchte, und meinen Partner frage, ob er das mit mir machen würde, dann kann er ja oder nein sagen und es ist einfach okay. Also vielleicht gibt es bei Nein schon auch so ein Schmerzmoment, aber es ist in keiner Weise so unerträglich, dass ich sage, oh Gott, das war so schlimm, ich will es nie wieder erleben, wie wenn ich so indirekt versuche, das zu bekommen, was ich eigentlich möchte. Das fand ich so spannend, dass der Schmerz, genau, dass der, für mich das Schmerzhafte dann entsteht, wenn ich nicht direkt bin.
dabei sind wir noch auf andere Themen gekommen. Ja, das ist nochmal vielleicht ein anderes Thema. Aber wie also bedrohlich ich mich auch fühle in gewisser Weise, wenn ich direkt sage, was ich möchte. Auch im sexuellen Kontext. Und ja, damit haben wir eine ganze Weile gespielt. Das fand ich richtig spannend. Richtig spannend, da so reinzugehen in was genau ist es, was ich mir möchte. Wie kann ich es noch konkreter ausdrücken? Und dann einfach auch so einen Schmerz von Ablehnung zu spüren, wenn der andere es gerade nicht will. Ja, das ist heute passiert, nach dem Thema mit Ingrid heute früh. Ja, ich kann es irgendwie, also das ist das, also was ich als zeitlichen Zusammenhang auf jeden Fall sehe, was passiert ist. Und ich sehe auch, ja, ich glaube, ich brauche noch dafür, um wirklich auch so einen kausalen Zusammenhang zu sehen. Und da es bei dem Missbrauch ja definitiv auch um Sexualität geht, kann ich das schon dem auch einfach zuordnen. Ja. Genau. Aber an der Stelle stoppe ich das mal. Danke bis hierhin für deine Aufmerksamkeit.